Und zwar bekomme ich jeden Tag jede Menge Fragen und E-Mails bezüglich meiner Almaseed-Diät. Ob ich das noch mache, wie viel ich abgenommen habe und jede Menge Fragen und wie macht man denn dies und kann ich das trinken und darf ich doch nicht vielleicht das essen und dies und jenes. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt jeden Tag 5 bis 10 E-Mails schreibe, kann ich das ja auch eigentlich mal erzählen in einem Video. Was jetzt eigentlich Phase ist mit meinem tollen Almaseed-Plan. Als erstes mal, ich bin in meiner Küche, wie man unschwer erkennen kann, weil meine Kleine nämlich gerade im Wohnzimmer ein Nickerchen macht. Und damit ich sie nicht störe, habe ich mich in die Küche verzogen, in meine Chaos-Küche, die übrigens von mir selber gestrichen worden ist. Da war ich hochschwanger, ich glaube, das war 2 Wochen vor der Entbindung. Da habe ich auf der Leiter gestanden und habe hier noch die Küche angemalt. Nestbautrieb, da kann man nichts machen. Egal. Also es war so, mit meiner Almaseed-Diät, 14 Tage habe ich sie knallhart durchgezogen, also wirklich nichts gegessen und dreimal täglich diesen Drink zu mir genommen. Von der ersten Woche habe ich auch ein Fazit gemacht. Ich meine 4 oder 5 Kilo habe ich also insgesamt in der ersten Woche abgenommen. In der zweiten Woche, glaube ich, waren das nicht so viel. Also ich schätze nur so 7 Kilo habe ich insgesamt abgenommen, weil ich auch in der zweiten Woche nicht mehr so viel Sport gemacht habe. Ich habe dann nach 14 Tagen auch aufgehört, jetzt nicht, weil ich nicht mehr konnte, auch wenn es wirklich sehr schwierig war und ich mir teilweise wirklich gedacht habe, so, boah, jetzt reicht's, sondern das hatte leider traurige private Gründe, warum ich einfach nicht mehr die Kraft und Energie hatte, da jetzt noch irgendwie groß jeden Tag zum Sport zu rennen und zu Diäten und auf vieles zu verzichten. Kann das ja ruhig sagen, wir hatten einen Todesfall in der Familie und sowas macht einen, was rüttelt einen so ein bisschen auf. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, dein Leben ist endlich, die Zeit auf der Erde ist nur begrenzt, die einem zur Verfügung steht, und warum soll ich mich jetzt selber so kasteien und so quälen und nichts mehr essen, wofür, wozu, damit ich Kleidergröße 36 habe ich ja nun. Ich werde wahrscheinlich Kleidergröße 36 nicht mehr erreichen. Und vielleicht ist es auch nicht unbedingt erstrebenswert, unbedingt Kleidergröße 36 zu haben. Und selbst wenn ich Kleidergröße 36 unbedingt haben will, ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, dass ich das in 4 Wochen erreicht habe. Also ich sag mal so, diese Almaseed-Diät, die ist vielleicht etwas, wenn man 5 Kilo zu viel hat und man fährt in 2 Wochen in Urlaub und man möchte super toll aussehen in seinem neuen Bikini, dann finde ich, dass das bestimmt eine gute Idee. Und auch für extrem übergewichtige, ich sag mal so ab 100 Kilo aufwärts, die ja einfach mal jetzt ganz viel Gewicht verlieren wollen, bei denen geht das sowieso viel schneller. Aber ich hatte jetzt 15 Kilo nur zu viel und also 7 Kilo, ich habe ja die Hälfte geschafft, mein Gott, und das ist ein guter Einstieg. Jetzt mache ich ganz gesund weiter, das heißt, ich ernähre mich gesund, gehe weiterhin 3-mal in der Woche zum Sport und dann soll das auch gut sein. Also ich will mich ja nicht selber geißeln und jeden Tag da irgendwie vom Bäcker so stehen. Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Deswegen mein ganz großes Almaseed-Fazit. Ich sag mal, um, wie gesagt, schnell ein paar Kilos zu verlieren oder erstmal überhaupt irgendwas zu verlieren, zum Einstieg ist das eine wirklich gute Idee. Aber für eine Diät, die man wirklich langfristig machen sollte, machen möchte, glaube ich, ist das einfach zu heavy, wenn man einfach gar nichts essen kann. Ja, also ich sag mal, ein Frühstück mache ich immer noch, also mein Frühstück ersetze ich immer noch durch einen Drink davon, weil ich auch noch von dem Zeug habe und ich finde es nicht so eklig, dass ich das jetzt gar nicht mehr trinken könnte. Also zum Frühstück nehme ich einen so einen Drink, ich bin eh nicht so der große Frühstücker, von daher reicht mir das. Oh Gott, was habt ihr denn noch alle so gefragt? Also insgesamt schätze ich mal so 7 Kilo, also meine Hosen sind alle viel zu groß geworden, 2 Nummern mindestens. Ich war jetzt auch wieder neue Hosen kaufen und tatsächlich musste ich schon 1 bis 2 Größen kleiner nehmen, obwohl ich jetzt ja auch schon, ich glaube auch schon wieder 14 Tage das nicht mehr so extrem durchgezogen habe, aber trotzdem habe ich wohl offensichtlich nicht diesen Jojo-Effekt, dass ich wieder vollkommen auseinandergegangen bin. Und tja, vielleicht ist es auch der Stress oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kein großer Jojo-Effekt zu verzeichnen. Und
Ja, das ist mein großes Almersied-Fazit. Und wenn ihr trotzdem noch Fragen an mich habt, dann fragt mich. Ich beantworte euch trotzdem alles gerne, auch wenn ich jetzt nicht mehr die Almersied-Turbo-Phase mache. Gut. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Salü, ah, die alte Raucherlunge. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar geht es heute mal um meine Almersied-Diät. Ich bekomme ja doch relativ viele